Ja, ich lausche mal einen Moment. Höre ich was? Ja, Sendeschärfe. Hören. Würde ich natürlich auch probieren. Geschafft ist es. Ja, zwei, ja. Wow. Ich hab Goggle Moggle sowieso schon geschrieben, aber mit der Doppel-Eins habe ich natürlich nicht gerechnet. Wisst ihr, im Wald diese Viecher, die da auf sechs Beinchen laufen und vorne haben die so Dinger am Mund? Die großen? Käfer. Ja, so ein großer Käfer. Und die haben vorne diese Kleinmach-Dinger am Mund. Hirschkäfer, meint ihr? Heißen die so? Die sehen ein bisschen so. Oh, manchmal, ich habe gehört, manche reiten da drauf. Auf Hirschkäfern, dann meint ihr aber wahrscheinlich größere Exemplare. Und die hört ihr? Naja, nee, also. Aber dieses Geräusch, das die Käfer machen, wenn die mit ihren Munddingern klickern, das kommt von da vorne rechts. Ich glaube, das ist noch so ein Viech wie das hier, aber mit Munddingern. Wir sollten das denn definitiv erledigen, weil nicht, dass es nachher unser Seil durchschneidet mit seinen, was auch immer der da hat. Das ist ein guter Einwand. Ich will da unten nicht stecken bleiben. Dann geht vor, ich folge euch wieder. Das hat doch bisher ganz gut geklappt. Goggle-Moggle, würdest du mir noch mal zeigen, wohin? Ja, guck mal, da. Nee, noch weiter. Noch weiter. Also das Geräusch kam irgendwo von hier vorne. Ah, okay. Sorry. Kein Problem. Du kannst auch hören, oder das können die anderen auch sehen, dass der Rest wohl eingestürzt ist. Also, wenn ihr euch das kurz anguckt, der Gang ging da wohl mal weiter, aber das ist eingestürzt von Felsen. Vielleicht ging es da mal in Richtung der Küche oder der Gesindequartiere, aber mittlerweile ist da wohl nichts mehr zu holen. Und dann folgt ihr wohl den Anweisungen von Goggle Moggle und könnt erkennen, dass es dann rechts und links mehrere Abzweigungen gibt mit Türen. Die sind allerdings auch nicht verriegelt oder sowas, aber einfach zugeschüttet. Zahn der Zeit, viele hundert Jahre, und so könnt ihr bis zu einer Biegung herantreten, wo Goggle Moggle das Zeichen zum Anhalten gibt. Dort ist es. Soll ich vorgehen? Seht ihr das Vieh? Da vorne? Ja, aber das sieht mir nicht aus wie ein Hirschkäfer. Eieiei, ist das ein dickes Ding. Bleibt mal hier. Das hat uns noch nicht bemerkt, oder? Wie groß ist das? Es ist vielleicht so groß wie ein Pferd, würdest du sagen. Wir sollten es nicht angreifen. Was meint ihr? Das sieht verdammt gefährlich aus. Würfel nochmal auf Sinnschärfe. Harkon kann dieses Mal erkennen, dass hinter dem Ding die Wand nicht eingestürzt ist, sondern eingeschmolzen und teilweise glasig durch Drachenfeuer. Du kannst durch diese geschmolzene Steinglaswand erkennen, was dahinter in dem Stein sich befindet. Eine Lanze aus schimmerndem Metall. Eieiei. Travigor, hinter dem, was auch immer das sein soll,
Da ist die Lanze. Ich kann die erkennen. Echt? Dann sind wir am Ziel. Ja, aber die ist hinter... Och man, wie heißt das? Wo? Dieses durchsichtige Glas. Dann zerschlagen wir es, nachdem wir mit diesem Vieh da gekämpft haben. Es besiegt haben. Ja. Oh, also wir müssen das jetzt tothauen? Meint ihr, es passt durch diesen Gang? Na gut, irgendwie ja, wird es ja reingekommen sein. Durchpassen tut's. Ich hätte gesagt, wir stellen uns beide an die Wand, sodass es uns nicht sieht und... Dave dreht sich um. Initiative. Oh! 6. Dann bin ich bei der 16. 19, wir haben eine 11. Travigor beginnt bitte. Ja, ich würde ein paar Schritte vorgehen, wird ihn aber, ja, also wird nicht angreifen oder so und hoffe, dass das wieder vielleicht doch nicht durch den Gang passt. Und hab meine Waffe hoffentlich draußen. Ja, Waffe hast du natürlich draußen. Wir befinden uns in einem Keller mit zahlreichen Drachen. Keller und Drachen. Ja, dann beweg dich bitte. Ah, nee, ich wollte eigentlich hier bleiben, damit wir das. Ja, du hast dich gesagt, dann bleibst du. Okay, alles klar. Dann, ich muss gerade überlegen. 11. 10 Hakon. Mach mal Hakon. Ich würde einfach 2 Schritte zur Seite gehen. Lasst es rauskommen. Gut, dann bin ich dran. Sturmangriff. Ich ziehe vor. Okay. Ich werfe meinen Wurfspeer darauf. Ich gebe mir eine Ansage von 4. Ja, willst du warten, bis es irgendwie ein Meter vor Travigor ist für mehr Schaden? Kannst du machen. Wenn ich dadurch nicht direkt ins Kampfgetümmel schießen muss, ja. Ja, genau. Also du wartest einfach ab, nicht bis es dran ist, sondern bis es halt 1 Meter vor ist. Und dann ist halt abhängig von deiner Reichweite, das sind dann 3 Meter. Vielleicht ist das ja ein Schadensbonus mehr oder sowas. Durchaus, ja. Also, kannst du dir ja überlegen. So, das Ding ist, was habe ich gesagt, pferdegroß. Gehen wir mal in die Fernkampfmodifikatoren. Ich würde mir dann noch eine weitere Erschwernis auflegen, dann würde ich das Ganze um 9 erschweren. Pferd, das ist groß, ist also plus minus 0. Entfernung ist höchstwahrscheinlich nah oder sowas. 3 Schritt ist Tote. Bewegung ist auf dich zu, also das Ding ist eigentlich schon schnell, aber auf dich zu ist es nur eine leichte Bewegung, also plus minus 0. Sichtverhältnisse sind, es ist halt dunkel, aber Fackeln und Nachtsicht, deswegen ist es egal. Alles klar. 9er Erschwernis gebe ich mir. Für mehr Schaden. Der sollte was, ne? Getroffen. Mhm. Brauchst du eine Trefferzone oder ist das unerheblich? Das ist egal. Die ist überall gerüstet mit. Was hast du, 16 oder kommt da noch was drauf? Eigentlich müsste das funktioniert haben. Zumindest habe ich das eingetragen. Okay, dann ist das aufgeschrieben. Das war ein Angriff zum Niederwerfen, ne? Weiß nicht, ob 4-beinige Viecher... Da weiß ich jetzt auch nicht, ob das bei denen geht. Die Körperkraft von 5, das sollte auf alle Fälle gelungen sein. Und dann ist der Sturmangriff dran. Und ich würfe einmal meinen Sturmangriff. 20, das ist super. Ich hab keinen Schicksalspunkt. Dann hast du einen Passierschlag, Travigor. Das finde ich auch gut, weil wenn das jetzt ein großer Gegner ist, kann ich den wahrscheinlich gar nicht mit einer normalen Waffe Schild parieren, oder? Parieren kannst du ihn. Ja, da habe ich keins. Da musst du ausweichen. Erstmal der Passierschlag. Das ist das Erste. Nee. Ist nicht geschroffen. Okay, gut. Dann ist das Ding... Ich sag einfach mal, du springst so hier ein bisschen zur Seite und das Ding landet dann irgendwo hier. Dann, du hast deine Attacke nicht mehr, weil du auf der
Initiative auch nicht mehr dran bist. Du hast keine Kampfreflexe, ja. Kannst dich umwandeln, spontan oder sowas. Ja. Dann war ja. Das die Kampfrunde. Nächste Kampfrunde. Ich zähle nicht sie vor und würde ganz gerne wieder Travigo angreifen. Was würde das auch dagegen? Vorziehen? Wir sind beide auf der 16. Du hast aber, ich glaube, Basis-Inis quasi größer. Dann kannst du mal. Ich würde gern zweimal angreifen. Du möchtest zweimal angreifen, okay. Packer. Ja, ich würde mit dem Angriff niederwerfen. Gegen einen großen Gegner? Ich weiß nicht, ob du große Gegner überhaupt niederwerfen kannst. Ich kann gerne Körperkraft werfen, aber ich glaube, das geht bei vierbeinigen Dingern gar nicht so einfach. Okay, dann wird es ein Wuchtschlag 4. Ja. In den Rücken minus 5. Warten wir, dann wird ein 9er Wuchtschlag, dann müsste ich ja wieder auf plus 4 sein. Genau. Ist getroffen. Yep. Schadenspunkte. 20. Rüstungsschutz. Das war deine erste Aktion, dann kommt meine erste Aktion. Und zwar ein Biss. Das wäre getroffen. Sind 10 TP auf Travigor. Du darfst ausweichen. Ich könnte frei ausweichen, aber dann müsste ich irgendwie wieder in Position gehen. Dann musst du frei ausweichen, genau. Du hast zwei Attacken angesagt. Ja. Dann also ich würde es tatsächlich einstecken. Ja, sind ja nur 10 TP. Dann würfel ich mal wohin? Bauch. Das ist in den Bauch. Da bin ich zum Glück etwas gerüstet, aber geht schon einiges durch. Dann, das war meine erste Aktion. Avigo darf natürlich und Gorgelmogel darf auch vorziehen. Ah, dann würde ich zumindest einmal angreifen, bevor der seine zweite Aktion macht, oder? Ja. Dann mache ich einen Wuchtschlag plus 4. Ich muss gerade gucken, du bist jetzt auch in Überzahl. Minus 1. Da mache ich ein plus 5. Attacke ist um 1 erleichtert. Gorgelmogel ist nämlich nicht im Nahkampf. Jawohl. 16 Trefferpunkte. Den weich nicht aus. Das Ding ist. Ah, leider nur 15 hätten mehr sein können. Das will irgendwann ein Drache werden. Wir wissen es nicht. 15? Ja. Okay. Dann kommt mein zweiter Angriff. Das ist nicht gelungen. Dann von hinten wieder Hakon. Sie zweiten Angriff. Ich habe nur einen Angriff. Achso, du hast nicht um. Richtig, darfst ich mit kann, der. Ich darf mit der Ochsenherde. Du hast recht. Gorgelmogel. Mit der Ogerschelle, nicht Ochsenherde. Gorgelmogel. Ja. Erstens mal freie Aktion, ein Schritt zurück. Und dann mit der nächsten Aktion möchte ich den nächsten Wurfspeer nehmen. Hinweis, bei Manövern, Betäubungsschlag, Zitterstich, Niederwerfen von, hängt die Verwendung von der Tierkunde desselben ab. Je exotischer der Körperbau eines Tieres, desto bessere Kenntnisse muss der Held besitzen. Der erforderliche Talentwert liegt zwischen 5 bei alltäglichen Säugetieren und 20 für die Riesenamöbe und seltene Reptilien wie Amphibien oder Unterwasserkreaturen. Und das ist so eine seltene, also es ist keine Riesenamöbe, aber es ist eine Drachenlarve, also kannst du schon mal mit von einer 20 ausgehen. Also niederwerfen funktioniert nicht. Dann nächste Kampfrunde. Ich möchte Gorgelmogel vorziehen, sonst kommen zwei Attacken auf Treue. Oh, ja, Moment, ich könnte noch einmal attackieren, letzte Kampfrunde, oder? Ich habe ja angesagt, dass ich zweimal attackieren möchte. Du hast zweimal attackiert, bin ich der Meinung. Wir sind noch in der gleichen Kampfrunde. Ich habe jetzt meine zweite Aktion gleich. Ach so, ich dachte, du hattest gleich beide Aktionen dafür benutzt. Nee, also die freie Aktion, den einen Schritt, das ist ja. Das ist richtig gut, dann kannst du schon schmeißen, wenn du willst. Weil genau, ich bin nämlich sonst durch. Genau, das ist jetzt Kampfgetümmel, das heißt, das Ganze ist erstmal um 6 erschwert. Ja, 2 Leute im Nahkampf.
Dann gebe ich mir noch eine Dreier-Ansage, dann haben wir wieder einen Neuner Erschwernis. Mhm. 10, dann ist es. Dann. Ja. Och. Okay. Und ich habe nur einmal angegriffen, also ich mache jetzt den zweiten. Das ist getroffen. Mit einem plus 4 reicht das. Schaden. 10. 14, ja. Dann nächste Kampfrunde. Moggel, willst du sie sofort irgendwie Speer bereit machen oder hast du noch einen? Genau. Nee, den muss ich jetzt wieder ziehen. Den nächsten. Dann. Ich würde dann auch wieder vorziehen. Ja, baller mal deine Attacken rein. Mach gleich zwei Stück. Ist wieder von hinten? Ja, minus 5. Und du hast deinen Freund im Nahkampf, minus 1. Also minus 6 insgesamt. Dann mache ich eine 11er Ansage. Hui. Vom Wuchtschlag. Aber ich glaube, da leidet deine Ogerschelle. Ab einer 10er Wuchtansagen kommt es zu Bruchfaktorproben. Aber das ist nicht gelungen. Und ich glaube, Ogerschellen patzen sogar auf der 18, 19, 20? Auf der 19. Der 19, 20, okay. Gut, aber ist erstmal nur nicht geschafft. Und damit ist deine nächste Aktion auch um 11 erschwert. Und um 4. Ach nee, du kannst gar nicht umwandeln. Halten wir uns über. Ich mache jetzt erstmal meinen Angriff. 6 getroffen. Ja, ich versuche wieder Stand zu halten. 12 TP. Der Glaube an die Götter hält mich am Leben, hoffentlich. Ja. Das zwiebelt nochmal. Ja, dann darfst du deine erste Aktion machen. Ich mache wieder einen Wuchtschlag plus 5. Weil es beim letzten Mal so gut geklappt hat. Getroffen. Warte mal. 1, 2. Mach 2 freie Aktionen Position. Aber ich bin immer noch im Nahkampf, oder? Nö, es löst sich aus deinem Nahkampf. Das heißt, ihr dürft beide Passier schlagen. Gilt mein erster Angriff jetzt noch? Ja. Der erste gilt noch. Bei dem Passierschlag muss ich jetzt plus 11, Attacke oder? Plus 8. Einfach eine Attacke plus 8? Nee. Du hast es gelungen. Nicht mit deiner Erschwernis. Die hast du nämlich da abgebaut. Okay. Ich kann nur eine Aktion Position gucken, damit du siehst, wie das Ding plötzlich vor dir steht. Ja, ich möchte nicht gebissen werden. Ich würde dann gern zurückweichen. Willst du eine Ausweichenprobe oder? Entweder Aktion Position oder also du kannst ja auch mit freien Schritten kannst du auch ausweichen. Ja, dann würde ich erstmal mit freien Schritten. Du siehst nämlich auch durch die höhere Initiative, dass es auf dich zukommen will. Ne? Du kannst halt auch vorziehen und selber 2 Schritte zurückgehen. Dann würde ich den austänzeln wollen. Jo. Weil hättest du sonst nicht gemacht, dann hätte ich jetzt auch Passierschläge bekommen, aber wie gesagt, deine Initiative ist einfach höher. Okay, dann kommt meine letzte Aktion, Position tatsächlich jetzt auf dich zu. 2 Schritte. Das war's, ich bin fertig. Travigor hat noch eine Aktion. Komme ich da ran mit 2 freien Schritten? Ja, passt. Dann stehst du auch jetzt am Rücken. Ja, wie angeschlagen sieht es eigentlich aus? Also richten wir da irgendwas aus? Ja, oder? Ja, es ist Blut. Also siehst, wie es also stinkt widerlich, vor allem nach Kloake. Es ist richtig ekelhaft, weißt du, so abort. Aber wenn er schon richtig alt ist. Und diese Spur, die er unter sich herzieht, während er dann auf Goggelmoggel zuschreitet mit den Wurfspeeren irgendwie in seinem Leib, weil das ist auch so eine richtig ekelhafte braune Spur. Stirb, du Unwesen! Ich würde einen Wuchtschlag plus 5 machen. Ich kriege die Erleichterung von 5, oder? Wegen Rücken. Ja. Geschafft. Schaden. Ah, 18. Sehr gut. Dann kannst du beschreiben, was du mit dem Ding machst. Ja, also das wendet sich von mir ab, nachdem es mich zweimal relativ
schwer getroffen hat, geht auf meine Gefährten und das kann Travigor natürlich nicht dulden. Und ja, deshalb renne ich ihn in den Rücken, missachte vielleicht so ein bisschen die Rondra Treue in Rücken anzugreifen, nicht in Rücken anzugreifen, aber da das sowieso ein Unwesen ist, ist mir das in dem Moment egal. Und ich bohr meinen Andertalpender vom Heldenschmied von Priodur gesegnet ihm in den Rücken. Ja, Goggelmoggel kann auch einmal mit dem Schwert zustechen und das Ding sackt vor euch auf den Boden. Beißender, ekelhafter Gestank, der sich breit macht. Aber es ist alles wieder ruhig. Wir haben überlebt, ja! Was für ein Unwesen, was für ein Viech! Das habe ich noch nie erlebt. Eieiei. Aber geht es euch gut? Definitiv kein Käfer. Seid ihr verletzt? Also, mir fehlt nichts. Aber hat ihr ein Schreckchen gemacht. Ihr habt gut gekämpft, Freunde. Jetzt sollten wir uns diese Lanze holen und dann erstmal raus ans Tageslicht. Ich würde dann vorgehen. Ja, wenn ihr die ehemaligen Gesindequartiere mit einem angeschlossenen Küchenbereich betretet, ihr könnt natürlich erkennen, was hier ehemals mal war, aber davon ist nicht mehr viel zu sehen. Und die Wand, die eingestürzt war, wurde dann mit dem Drachenfeuer zugeschmolzen. Dahinter könnt ihr die mystische Waffe aus Trollstahl erblicken, Schuppenbrecher, eingebrannt. Wie bekommt man die jetzt heraus? Also ich würde nicht gern meine Andertalpender dafür verwenden, der wird dann ganz stumpf, wenn ich darauf einschlage. Habt ihr eine Idee? Um diese Barbaren-Axt. Die Barbaren-Axt. Ja, das könnte klappen. Oder mit dem Öl? Du meinst sowas wie eine Explosion oder so? Ja, entweder so oder ich weiß ja nicht. Wenn man einfach da drüber kippt und anzündet? Ich glaube, das hat der Drache schon versucht mit Feuer. Ich würde mich erstmal umgucken. Ist das so eine komplett geschlossene Glasfläche? Oder gibt es da irgendwelche Risse und Sprünge drin? Oder irgendwelche Gänge, die gegraben wurden von Wasser, das da vielleicht mal durchgelaufen ist? Nee, also wie gesagt, da ist wohl ziemlich viel Schutt über diese Klinge. Also wie gesagt, ehemaliges Schwert von einem Trollkönig und mittlerweile zu einer Lanze umgeschmiedet, weil das kein Schwert, kein Mensch tragen kann. Und der Drache Alupi hat hier höchstwahrscheinlich jetzt ein Drachenfeuer benutzt, um den Stein zu verglasen. So magmaartig, Obsidian, kann da so ein bisschen durchschimmern. Das liegt aber vor allem daran, dass die Klinge so sehr glitzert und funkelt. Soll ich die Axt holen? Vielleicht holen wir auch gleich noch die anderen Waffen, um einfach, umso mehr können wir mit draufhauen mit den anderen Waffen. Ist ein Versuch wert, ne? Ich hätte einen Handbeil, damit könnte ich es mal versuchen. Vielleicht reicht das ja schon. Ja, ich würde mal meinen Handbeil rausnehmen und da mal so ein bisschen testen und dann, also erst weniger stark und dann immer stärker versuchen drauf zu hauen, ob da irgendwas absplittert. Ja, du brauchst viel Kraft. Ich mach's an der Stelle kurz. Ihr könnt über viele Stunden Arbeit mit den Waffen, die ihr von oben raubt, diese Sachen aufbrechen. Viele Stunden, wenn die Nacht dämmert, könnt ihr euch nach oben zu den Hesindegeweihten zurückziehen, ihnen von euren Erlebnissen berichten und dann am nächsten Tag wiederkommen, um mit der großen barbaren Streitaxt diesen Gang aufzubrechen. Ja, Bergbauer oder wenn man eine Spitzhacke mitgenommen hätte, jeder geübte Held, der viel in Kellern mit Drachen gekämpft hat, wird natürlich wissen, dass man eine Spitzhacke mitnehmen muss, aber so müsst ihr auch die Barbaren-Streitaxt ansehen und könnt dann nach und nach den Schuppenbrecher, die Drachenschneide, befreien. Das
gibt noch eine Gravur, die wohl erst mit trollischen Runen darauf eingraviert wurde und dann mit Bosbaranu-Glyphen nachträglich auf den hölzernen Schaft des Speeres eingraviert wurde. Rishknare. Und so könnt ihr nach grob, sagen wir, 4, 5, 6 Stunden der Arbeit nach oben zu den Hisinde-Geweihten treten und mit euch die Lanze führen. Oh, guck mal, guck mal! Hinter euch, der Regen hat das nachgelassen, Trafico hat noch die Banner angezündet, die dort mit düsteren Wind geweht haben und so rauchen sie vor sich hin und du da hast deinen eigenen orange leuchtenden Umhang gespendet, um als neues Wappen zu dienen. Wir haben die Lanze! Schaut her! Arbeitswaffen, ja, das wohl. Gute Arbeit. Wir haben unsere, ich würde fast sagen, heilige Queste erledigt damit. Ja, dann will ich hoffen, dass die beiden Vögel hier jetzt sich nach unten trauen. Aber seid vorsichtig, wir wissen nicht, ob da noch mehr von diesem Gewürm ist. Ja, die Zeit wird zeigen, was sich dort unten noch abspielt. Vielleicht werden ja einige andere Helden diesen Keller begutachten. Weiß was ihr das wohl? Sollen wir ihnen das sagen? Und was ist jetzt mit meinen Bären? Travigor. Was sagen? Ich würde kurz rangehen und flüstern. Mit dem Brunnen, dass dort noch eine Höhle ist? Ja, das werden sie wahrscheinlich sehen, wenn sie das alles untersuchen, so wie ich die Hesinde-Geweihte kenne. Also, die sollten auf jeden Fall sehr aufpassen und, naja, was wir auch gefunden haben, ist ein interessantes Buch. Wie war das? Reiten, Bier trinken und kämpfen. Man kämpft, reitet und Bier trinkt. Ein Standardwerk. Ach so, ihr habt das gelesen? Selbstverständlich, jeder gute Abenteurer kennt das. Ich hab's mir so angeeignet. Die Bären, wir sind uns fast sicher, dass es sich dabei um das Ingrimsmoos handeln muss. Nur als Bärenform. Deswegen sind wir uns noch fast sicher. Aber man kann guteres Feuerpulver herstellen. Ihr sollt sie trocknen. Trocknen? In Ordnung. Dankeschön. Ich drücke ihm eine Kupfermütze in die Hand. Ganz stolz. Ja, der betrachtet sich die... Ein Relikt, ein Drachenschatz. Er läuft wieder zurück ins Zelt und fängt an zu analysieren. Irgendwas geht zu Boden. Die sind aber einfach glücklich zu machen. Die mag ich. Ja, also... Travigor würde auf jeden Fall denen noch ausführlich erzählen, was wir alles gefunden haben, bevor die da selbst runtergehen. Und auch von der Leiche erzählen, von dem Recken, der dort gefallen ist gegen den Drachen. Mhm. Auch von den Fallen, die Goggle-Moggle schöne rote Haare verbrannt haben. Und so könnt ihr wieder aufbrechen, zurück nach Hallingen zum Kastellan, der euch dort wieder mit seiner üblichen Laune empfängt.